Weltweit sorgen Pistenbully aus dem schwäbischen Laupheim für top präparierte Skipisten und besten Skigenuss. Seit einigen Jahren sind die Pistenbully mit dem digitalen Snowsat-System ausgestattet. Die digitale Lösung liefert den Fahrern wichtige Infos zum Gelände und zur aktuellen Schneelage. Und die Skipistenbetreiber bekommen dank Snowsat zusätzliche Daten für einen wirtschaftlichen und sicheren Betrieb der Pisten und der Pistenbully-Flotte. Dafür sendet Snowsat aus jedem Fahrzeug Informationen über Schneehöhe, Position und Fahrzeugtelemetrie. Diese Daten ermöglichen den Betreibern die optimale Schneeproduktion und Pistenpräparierung. Und die Daten helfen, Kosten und Ressourcen zu sparen. Unsere Fahrzeuge fahren immer nachts. Und hier ist es ganz wichtig, dass die Fahrzeuge nachts zuverlässig arbeiten. Sprich, wir müssen die Stillstandzeiten so niedrig wie möglich halten. Und hier nützt uns diese Vernetzung, dass wir datengetriebene Fehleranalyse betreiben können und im Fehlerfall schneller helfen können. Doch nicht nur die Zustandsüberwachung war für Kässbohrer wichtig. Die Pistenbully-Fahrer sind oft bei sehr schlechten Wetterbedingungen unterwegs. Dabei bietet Snowsat ihnen Navigation und Orientierung. Wo befinde ich mich gerade im Skigebiet? Wie finde ich den besten Weg wieder zurück zur Werkstatt? Oder wo ist die nächste Piste, die ich präparieren muss? Ganz konkret bedeutet das, auf der einen Seite findet eine Kommunikation zwischen den Fahrzeugen in Echtzeit im Live-Einsatz statt. Das bedeutet, zwischen den Fahrzeugen wird die Position, der Einsatz des Windenseils angezeigt, sodass die Fahrer der Pistenbullys immer wissen, wo befinden sich die Kollegen gerade. Was bei unübersichtlichem Gelände, schlechten Wetterbedingungen und in der Dunkelheit die Sicherheit erhöht und eine optimale Schneeverteilung ermöglicht. Die Daten werden ins Kässbohrer Rechenzentrum übertragen. Dort werden die Daten aufbereitet und von dort aus dann ein gewisser Teil der Daten, der für den Kunden benötigt wird im Fahrzeug, wieder zurückübertragen über die Lösung der Telekom, über die SIM-Karte, über das Mobilfunknetz. Die anderen Daten stehen für unsere Kunden im Zugriff über eine Cloud-Anwendung, wo sie auf ihre Daten zugreifen können und dann die Schneetiefendaten auswerten können oder ihre Flottendaten auswerten können. Bei der Kässbohrer haben wir spezielle IoT-SIM-Karten im Bestand oder ausgestattet, die auch extremen Wetterverhältnissen standhalten können. Egal, ob es Temperaturen bei minus 25 Grad sind oder auch extremen Erderschütterungen, sind unsere IoT-SIM-Karten auch dementsprechend diesen Wetterverhältnissen gewachsen. Eine zusätzliche Herausforderung ist zudem, dass die Pistenbully nicht nur in Europa eingesetzt werden. Zum Beispiel werden auch Skipisten in den USA mit Pistenbully präpariert. Wir vertreiben unsere Pistenbullys weltweit hier aus Laupheim heraus und in jedem Pistenbully wird diese SIM-Karte eingebaut. Und der große Vorteil ist, dass wir über die entsprechende Softwarelösung von der Telekom die Regionen der Erde entsprechend eingrenzen können und so dann dieselbe SIM-Karte in jedes Fahrzeug einlegen können. Die Lösung der Telekom bietet uns und somit unseren Kunden die Möglichkeit des nationalen und internationalen Roamings. Und dadurch, dass wir immer auf das am besten verfügbare Netz zugreifen können, steigt natürlich die Verfügbarkeit unserer Lösung direkt. Und das vernetzte Snowsat-System hilft nicht nur, Top-Pisten für die Skifahrer zu präparieren, sondern bringt auch wirtschaftliche Vorteile für die Kunden von Kässbohrer. Die Einsparungen, die unsere Kunden durch den Einsatz unserer Lösungen erzielen, sind unterschiedlich. Wenn wir hier auf einen Kunden in Österreich zurückgreifen, hier haben wir die Rückmeldung bekommen, dass er seine Betriebskosten im Bereich der Schneeproduktion, im Bereich des Maschineneinsatzes und somit im Bereich des Kraftstoff- und Betriebsmitteleinsatzes um bis zu 25% reduzieren konnte. Nicht nur in den Pistenbully kommen inzwischen IoT-Lösungen zum Einsatz und verbessern Produktionsabläufe und Produkte. Die Deutsche Telekom bietet verschiedene IoT-Lösungen, wir sind auch der Überzeugung, dass in Zukunft jedes Produkt oder auch jede Maschine entsprechend vernetzt wird. Jetzt in einem Beispiel das Thema Predictive Maintenance können wir dadurch auch Ausfälle von Industrieanlagen frühzeitig verhindern, aber auch frühzeitig mögliche Fehlerursachen erkennen, sodass man auch Richtung Kunde auch diese Informationen teilen, damit sie dann entsprechend ihre Servicemodelle weiterentwickeln oder auch neue Servicedienstleistungen an den Markt bringen können.